Die Gehirnleistung optimieren. Ich gebe dir in dem Video 5 Tipps, die du ganz schnell umsetzen kannst, um deine Gehirnleistung auf ein anderes Level zu bringen. Mein erster Tipp für dich ist, dass du guckst, dass dein Gehirn maximal durchblutet ist. Das kriegst du natürlich hin durch Kälte, Wärme, das kriegst du hin durch, sag ich mal, immer wieder mit frischem Sauerstoff dich zu versorgen. Und ganz wichtig, wenn du dich mit Sauerstoff versorgen willst, schau auf jeden Fall mal deinen Eisenwert an. Weil Eisen ist der Sauerstofftransporter in unserem Körper. Und wenn du da zu wenig von hast, dann hast du damit auf jeden Fall ein Problem. Dazu habe ich auch ein Video, schau dir das auf jeden Fall an. Eisen, ganz, ganz wichtiges Ion. Der zweite Punkt ist, wenn du dein Gehirn maximal beanspruchst, dann hat es im Endeffekt die Plastizität, die es braucht, um neue Dinge kennenzulernen. Das heißt, mache jeden Tag irgendetwas Neues, was dein Gehirn nicht kennt. Dadurch schraubst du im Endeffekt deine Aufnahmefähigkeit auf ein ganz anderes Level. Ja, das kannst du im Endeffekt durch irgendwelche Dinge machen, die du neu erlebst. Das kannst du aber auch im täglichen Arbeiten einfach umsetzen. Fordere dich immer neu heraus. Hol dir immer neue Dinge. Dein Gehirn wird es lieben. Der dritte Punkt ist, dass du auf jeden Fall schaust, dass du Schlaf nicht nur in der genügenden Länge hast, sondern in der Qualität, die du es auch benutzt. Ich habe auch ein paar Schlafvideos, die kannst du dir auf jeden Fall anschauen. Aber wichtig ist die Schlaflänge plus, dass du auf jeden Fall auch die Qualität hast. Hier musst du darauf achten, dass du genügend REM-Phase hast für die Gedächtnisleistung und genügend Tiefschlaf zur Regeneration. So, der vierte Punkt, wie du im Endeffekt eine bessere Leistung hinbekommst, ist, indem du ein paar Dinge tust, die, sag ich mal, wo du auch einnehmen kannst. Meine Empfehlung immer ist, du musst gucken, dass du eine bessere Sauerstoffversorgung bekommst, du musst gucken, dass du eine bessere Durchblutung bekommst. Das kriegst du durch ein natürliches Präparat hin, das ist Thebonin, das ist 120 Milligramm, fängst du an und dadurch hast du langfristig einfach eine bessere Sauerstoffversorgung des Gehirns. Und wenn du jetzt, sage ich mal, das kombinierst, dass du, sage ich mal, die bessere Sauerstoffversorgung hast, dass du im Endeffekt dann noch eine bessere Durchblutung hast, dann hast du den besten Effekt. Das ist genauso wie wenn du Liegestützen machst. Ohne dass du Liegestützen machst, wirst du nicht besser, wirst du nicht fitter. Und das braucht auch dein Gehirn. So, wenn du dann noch Fragen hast, wie du dein Gehirn auf ein anderes Level bringst, dann schreib mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Das sind ganz schnelle, einfache Tipps, die du schnell umsetzen kannst. Mach's gut, dein Frank.